Spitzbergen, ein Land am nördlichen Ende der Welt. Hier in der arktischen Wetterküche Europas suchen Polarforscher nach den Geheimnissen zwischen Himmel, Eis und Ozean. Auf halbem Wege zwischen Europa und dem Nordpol liegt die Inselgruppe Spitzbergen in der zentralen Arktis. New Orleansund am 79. Breitengrad gilt als nördlichste ständig bewohnte Siedlung der Erde. Ein letzter Hauch des Golfstroms endet genau hier am Königsfjord. Für arktische Verhältnisse sind die Temperaturen relativ mild. Sie fallen im Winter kaum unter minus 30 Grad. Die längste Straße ist gerade mal einen Kilometer lang und führt vom Flugplatz hinein in das Dorf. Eine bunte Ansammlung von einem Dutzend Forschungsstationen. Zwischen mächtigen Bergen und Gletschern weht die norwegische Flagge über dem letzten Dorf vor dem Nordpol. Ein Anlaufpunkt für Wissenschaftler aus aller Welt. Hier betreiben auch Atmosphärenforscher vom Alfred-Wegener-Institut in Potsdam ihren arktischen Außenposten. It's easy today, it's no wind. Jeden Tag um 12 Uhr mittags schicken sie einen Wetterballon in den Himmel. Der neue französische Stationstechniker lernt das Handwerk von seinem polarerfahrenen Kollegen aus Deutschland. Der wird hochgehen bis in Höhe von 33, 34 Kilometer heute. Also ist zu vermuten, das macht er meistens. Wo er genau hingeht, das ist im Moment noch nicht vorherzusagen. Genau das wollen wir herausfinden. Wenn wir das vorher wissen, bräuchten wir nicht mehr zu messen. Das heißt, der Wind wird den Ballon jetzt irgendwo vielleicht 80, 100, 150 Kilometer weit vorantreiben. So, and here you can watch. Die Wetterdaten sendet das Gerät vom Ballon direkt zur Station. Jürgen Gräser hat auf diese Weise schon seit Jahren wichtige Informationen über das Klima in der Arktis gesammelt. Wo genau der Ballon hinfliegt, hängt von der Windrichtung ab. Nordöstlich von hier, ich würde sagen, das Teil fliegt nach Franz Josef Land, also weiter, nicht direkt, aber weiter in Richtung Nordpol. Bis zum Pol sind es noch über 1000 Kilometer. Mit Wetterballons nicht zu erreichen. Auf die Forschungsergebnisse aus der Arktis blickt mittlerweile die ganze Welt. Mithilfe von Daten dieser Station konnten Atmosphärenforscher ein ausgedehntes Ozonloch nun auch über der Nordhalbkugel nachweisen. Es entstand im Winter 2011, weil sich die oberen Luftschichten unerwartet stark abgekühlt hatten, ganz im Gegensatz zur Temperatur am Boden. Mit einfachen Erklärungen tun sich die Fachleute schwer. Das arktische Klima wirft für sie noch zu viele Fragen auf. Wir glauben, dass das Klimageschehen so komplex ist, dass wir es noch nicht richtig verstanden haben, dass es verschiedene Bausteine gibt, wo wir wissen und ahnen können, warum unser bisheriges Verständnis noch nicht genau für eine Modellierung dieser Prozesse ausreicht. Im Himmel über der Arktis sind die Forscher einem Klimafaktor auf der Spur, der mindestens die Bedeutung von CO2 einnehmen könnte. Mit einem Laserstrahl, hier grafisch verstärkt, fahnden sie nach winzigen Partikeln in der polaren Luft, sogenannten Aerosolen, kleinen, bisher wenig verstandenen Bausteinen der Atmosphäre. Diese Partikel spielen vermutlich eine lange unterschätzte Rolle im Prozess von Erderwärmung und Abkühlung. Aerosole haben ganz unterschiedlichen Ursprung. Industrierückstände wie Dieselruß, auch Vulkanasche oder Wassertröpfchen.
Bis hierher in die Arktis gelangen die Teilchen über tausende Kilometer. An ihnen bilden sich Wolken, die wie ein Filter das Sonnenlicht von der Erde fernhalten oder die Luft erwärmen können. In jeder Schneeflocke und in jedem Wassertröpfchen steckt im Innern ein Aerosolkrümelchen. Und die Wolken haben natürlich eine unglaublich starke Kraft und Einfluss auf das Klimageschehen. Also der sogenannte Strahlungsantrieb, das ist der Erwärmungs- oder Abkühlungsfaktor von Wolken und auch von allen Unsicherheiten in unserem Verständnis von Wolken, kommt an das heran, was wir als Erwärmungsfaktor vom CO2 erwarten können. Seit 1991 erforschen die deutschen Wissenschaftler das Wettergeschehen auf Spitzbergen. Ihre Station halten sie das ganze Jahr über besetzt. Im Winter spielt sich hier 5 Monate lang alles in Dunkelheit ab. Anfang Mai ist Zeit für den Frühjahrsputz am Blauen Haus. Eine kleine Stationsbesatzung bleibt für jeweils ein Jahr. Die Wissenschaftler, Deutsche und Franzosen, kommen meist als Gäste, um für mehrere Wochen hier in der Arktis zu forschen. Die Kontraste sind mitunter schon sehr, sehr stark, wenn man zu Hause losfährt. Es grünt alles oder gerade der Winter ist zu Ende und man kommt hierher und bleibt mitten im tiefsten Schnee stecken. Dann ist es natürlich schon eine deutlich andere Welt, so muss man mal sagen. Also als Aussteiger würde ich das nicht bezeichnen. Ist aber schon ein bisschen fernab der normalen Zivilisation und auch richtig fernab von ziemlich vielen Sachen. Und man hält auch eine gewisse Distanz zu dem, was zu Hause passiert. Die Station trägt einen unter Seefahrern berühmten Namen, Koldewey. Kapitän Karl Koldewey war der erste Deutsche, der sich tief in die Arktis wagte. Es war im Jahre 1867, als er von Bremerhaven mit seinem Segelschiff der Grönland Richtung Nordpol aufbrach. Bis zum 81. Breitengrad kam er. Dann zwang das Eis zur Umkehr und zu einem Stopp in Ny-Ålesund. Hier startete noch eine andere weltberühmte Polarexpedition. Der Ankermast ragt noch wie damals 1926 in den Himmel. Das Luftschiff Norge hatte hier festgemacht, bevor es ablegte zu seiner Fahrt zum Pol. Diese erste nachweisliche Nordpolbefahrung gelang unter damals größtem Aufsehen dem norwegischen Nationalhelden Roald Amundsen, 15 Jahre nachdem er den Südpol bezwang. Nichts vergeht in der Kälte der Arktis. Die alte Grubenbahn hat seit knapp 50 Jahren ausgedient. Von 1916 an förderte die norwegische Kull-Kompanie Steinkohle in Ny-Ålesund. Ein nicht besonders rentables Geschäft, die Kohle von hier oben wegzutransportieren. Nach mehreren Grubenunglücken endete 1963 die kurze Bergbau-Ära, ohne die es diesen Ort nie gegeben hätte. In die Baracken sind später die Forscher eingezogen. Ny-Ålesund ist, ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, der größte und wichtigste europäische Forschungsstandort in der zentralen Arktis. Es gibt in Norwegen, also Festland Norwegen und Finnland, andere Forschungsstandorte. Die Kanadier haben einen sehr wichtigen Ort, sogenannt in Eureka, aber in dem europäischen Teil der zentralen Arktis ist Ny-Ålesund das einzige Zentrum, wo ganz unterschiedliche Forschungsprojekte von der polaren Biologie, der polaren Atmosphärenphysik, der Geologie stattfinden. Eine französisch-kanadische Gruppe von Meeresbiologen will untersuchen, wie sich verunreinigtes Schmelzwasser auf das Leben im Fjord auswirkt. Im Schnee lassen sich Luftverschmutzungen ganz unterschiedlicher Herkunft nachweisen.
Diese mikroskopisch kleinen Partikel vermischen sich mit dem Meereswasser und beeinflussen ganze Lebensräume. Die Arktis gilt als besonders klimasensibel. Hier haben kleinste Veränderungen häufig gravierende Auswirkungen. Der Anteil an Süßwasser im arktischen Ozean ist in den letzten 20 Jahren stark gestiegen. Warum das so ist, können die Wissenschaftler noch nicht ausreichend erklären. Manche Gletscher, wie hier am Königsfjord, wachsen sogar, statt abzuschmelzen. Meist sind es nur Momentaufnahmen langwieriger Veränderungen, die Forscher wie die kanadische Meeresbiologin Catherine LaRose hier erhalten. Ich würde nicht sagen, dass wir hier Klimawandel messen. Wir haben dazu nicht genug Daten. Es ist eine zu komplizierte Frage. Wir versuchen erst einmal die Grundlagen zu verstehen, damit wir brauchbare Modelle entwickeln können. Mit seinen Huskies hat sich der Schweizer Sébastien Barrault ganz auf die Verhältnisse der Arktis eingestellt. Von den 30 Überwinterern in Ny-Orlesund ist der technische Leiter der deutsch-französischen Station der einzige, der sich ein Rudel Schlittenhunde hält. Zweimal am Tag spannt er die Hunde vor seinen Schlitten, damit sie genügend Auslauf bekommen. Zwar sind die Hunde nicht ganz so schnell wie ein Motorschlitten, Sébastien Barrault würde aber nie auf sie verzichten. Ich mag dieses Herumfahren mit Hunden. Ich habe sie nun mal, also warum sollte ich ein Schneemobil verwenden? Ich kann beides kombinieren, mein Hobby und meine Arbeit. Außerdem brauchen die Hunde nicht so viel Sprit und sie springen auch noch bei minus 30 Grad an. Es ist auch leiser und man kann seine Fahrten genießen. Sie sind nicht so schnell, aber sie bringen einen voran. Und die Kommunikation mit ihnen ist fantastisch. Wir kooperieren gut miteinander. Bei einem Rennen schafft er mit seinen Hunden 70 Kilometer am Tag. Jetzt müssen sie ihn nur zum anderen Ende des Dorfes ziehen, zum örtlichen Schießstand. Der Stationsleiter hat die Lizenz zur Schusswaffenausbildung. Großkalibrige Gewehre gehören auf Spitzbergen, einem Gebiet mit etwa 3000 Eisbären, zur notwendigen Standardausrüstung. Wer seinen Fuß außerhalb von Ortschaften setzen will, muss den sicheren Umgang mit einer Waffe nachweisen können, ob er will oder nicht. Das ist Vorschrift und nur zur Verteidigung im Notfall gedacht. Tödliche Angriffe von Bären sind zwar sehr selten, im Falle einer Begegnung ist es aber sicherer, wenn man nicht ganz hilflos dasteht. Zwei Amerikaner wollen mit einer neu entwickelten Apparatur hinaus ins Feld, zu Schneemessungen. Ein Test mit deutschen Kollegen soll zeigen, ob das Gerät, auf einem Schlitten montiert, arktistauglich ist. Das hier ist das Batteriepaket. Darunter befindet sich das Datenspeichersystem. Jede Batterie arbeitet so ungefähr 2-2,5 Stunden. Bob Stone ist nicht nur ein in der Fachwelt angesehener Wissenschaftler, sondern auch Erfinder und Konstrukteur. Messgeräte, die er für seine Forschungen braucht, gibt es noch nicht. So bleibt nur der Eigenbau. Mit seinem mobilen Schlittenlabor will Bob Stone während der Fahrt herausfinden, wie der Schnee das Sonnenlicht reflektiert.
Für die Klimaforschung in der Arktis ist die Eigenschaft von Schnee als gigantischem Wärmereflektor eine entscheidende Größe. Die Reflexion kann sich stark verändern, je nach Schneeverhältnissen. Aber auch Verunreinigungen auf der Oberfläche können die Erderwärmung beeinflussen. Wir haben Instrumente, die nach oben und welche, die nach unten messen. Es geht einfach um das Verhältnis zwischen der Sonneneinstrahlung und ihrer Reflexion. Wir wollen sehen, wie stark sich die Werte in einem größeren Areal voneinander unterscheiden. Und auch entlang weiter Strecken. Wir haben das schon auf Meereis ausprobiert, auf einem Gletscher und mitten in der Tundra. Die Reflexionsfähigkeit der Schneeoberfläche ist auch ein Klimafaktor. Das Ozeanwasser ist sehr viel dunkler. Es speichert die Sonnenenergie, der Schnee reflektiert Energie. Und abhängig davon, wie viel Meereis es gibt, kann sich die gesamte Energiebalance ändern. Das alles hängt zusammen mit der Untersuchung des Klimas. Wie stark sich das Meereis jedes Jahr zurückzieht, zeigen Satellitenaufnahmen. Vom Eis, das sich im Winter aufbaut, ist im Sommer im Schnitt nur noch die Hälfte vorhanden. Doch zweimal kurz hintereinander hat das Eis ein Rekordminimum erreicht, 2007 und im Sommer 2011. Insgesamt ist das Meereis auch deutlich dünner geworden. Diese Ergebnisse bringt ein deutsches Forschungsflugzeug, die Polar 5, von einer mehrwöchigen Expedition quer durch die Arktis mit. Ausgestattet mit einer Vielzahl an Messgeräten für Meereis- und Atmosphärenuntersuchungen ist das wichtigste Fluggerät der deutschen Polarforschung mitten im Regengebiet stecken geblieben. Zwangspause auf dem Flugplatz Longyearbyen, dem Hauptort von Spitzbergen. Gegen schlechtes Wetter können wir gar nichts ausrichten. Im Gegenteil, man sieht ja dadurch, dass die Messgeräte hier unter dem Rumpf und an den Flügeln angebracht sind, sind wir erheblich empfindlicher gegenüber schlechtem Wetter als ein Verkehrsflugzeug, weil wir mit diesen Außenanbauten immer in der Gefahr sind, dass sich Eis ansetzt und dadurch die Flugeigenschaften beeinträchtigt werden, auch die ganze Maschine schwerer wird. Das heißt, solche Bedingungen sind für uns sehr schlecht, die wollen wir vermeiden. Vollgestopft mit modernster Technik wartet das flugfähige Messlabor, eine DC-4, Baujahr 42, auf ihren nächsten Einsatz, nicht weit von hier. Der Hightech-Oldtimer wird von den Potsdamer Kollegen in Ny-Orlesund dringend erwartet. Als Teil eines groß angelegten Experiments soll das Flugzeug im Himmel über Spitzbergen wichtige Messungen anstellen. Die Zeit drängt. Der Mann im Tower hält sich zurück. Wie ist die Prognose für morgen? Es sieht so aus, als könnte es besser werden. Vielleicht morgen Nachmittag. Aber wir haben immer noch durchziehende Tiefdruckgebiete hier. Hier überall. Eins kommt nach dem anderen. Und hier haben wir eine neue Front. Sie liegt genau über Spitzbergen. Am Mittwoch werden wir besseres Wetter haben. 120 Kilometer nördlich in Ny-Orlesund. Auch hier über Wochen das gleiche Bild. Tief hängende Wolken, kein Sonnenstrahl. Manche Experimente brauchen dringend besseres Wetter. Der Mann im Tower hatte recht. Zwei Tage später reißt der Himmel auf über Nordwest-Spitzbergen. Ein Segen für die Wissenschaft. Die meisten Forscher auf der Koldewey-Station waren gerade am Zusammenpacken. Kurz vor dem Ende ihres Aufenthaltes wird es noch einmal ernst. Jetzt herrschen die Bedingungen, die sie für ein gemeinsames Großexperiment mit dem Polarflugzeug brauchen.
Amerikaner, Deutsche und Russen wollen an einem Tag gleichzeitig den Himmel über New Orleans vermessen. Wir hatten sehr schlechtes Wetter, sodass das tatsächlich wir auch auf diese, auf die letzte Möglichkeit des schönen Tages buchstäblich gewartet haben. Und dass der nur tatsächlich einen Tag vor unserer aller Abreise stattfindet, macht die Sache natürlich noch mal ein bisschen spannender. Dem erwarteten Flugzeug kommt ein anderes Ereignis zuvor. Das erste Schiff seit mehr als 4 Monaten legt an, im nördlichsten Hafen der Welt. Von den Lieferungen der Norbjörn, die aus Tromsø in Nordnorwegen kommt, hängt das ganze Forscherdorf ab. Das Schiff bringt schwere Ausrüstungsgegenstände für die Polarforscher und nimmt den Müll mit aufs Festland. Aber vor allem bringt es frische Lebensmittel für die örtliche Kantine. Die letzte Lieferung gab es kurz vor Weihnachten. Bis Ende April gibt es für das Schiff im Eis kein Durchkommen. Wir hatten jetzt einige Monate ohne Früchte und frisches Gemüse. Und freuen sich die Bewohner jetzt? Natürlich. Wenn sie 4 Monate nichts Frisches bekommen, freuen sie sich richtig. Das Leben im Dorf ist bis auf Weiteres gesichert. Es ist kurz nach 23 Uhr, Mitternachtssonne. Für die russischen Wissenschaftler gibt es trotz später Stunde kein Halten mehr. Auch sie haben lange auf gute Bedingungen warten müssen. Ein unbemanntes Flugzeug, ursprünglich für militärische Aufklärung entwickelt, wollen sie über unzugänglichem Polargebiet einsetzen. Der größte Teil der Arktis ist für die Forscher nur schwer erreichbar. Die Drohne könnte Wetter- und Eisverhältnisse erkunden. Doch die Technik muss erst noch erprobt und verbessert werden. Der Aktionsradius ist 50 Kilometer. Die gesamte Flugweite beträgt also 100 bis 150 Kilometer. Für diese unbemannten Flugkörper mit elektrischem Triebwerk ist zwar eine hohe Sicherheit, aber leider auch ein geringer Aktionsradius charakteristisch. Sie arbeiten an dem Problem, sagt der Versuchsleiter. 1000 Kilometer Reichweite wären in der Arktis schon wünschenswert. Bisher ist es eher die Ausnahme, dass sich russische Wissenschaftler der internationalen Polarforschergemeinschaft anschließen. Jetzt wollen sie ihre neuen Daten mit den langjährigen Messreihen der Deutschen abstimmen. Das bringt für alle Seiten Vorteile. Tag X ist angebrochen. Minus 12 Grad. Die Bedingungen erscheinen erstklassig. Das fliegende Wahrzeichen der deutschen Forschungsstation Miss Piggy wird startklar gemacht. An dem knallroten Fesselballon werden Messgeräte befestigt, die in den unteren Luftschichten bis 300 Meter Aerosolpartikel erfassen. In einer halben Stunde soll das Forschungsflugzeug New Orleans überfliegen. Kurz vorher, möglichst unter gleichen Bedingungen, muss das Gerät in die Luft. Es darf nicht zu schwer sein. Miss Piggy kann nur 5 Kilo in die Höhe heben. Das Hightech-Instrument ist in einem handelsüblichen Papierkorb untergebracht. Ein brauchbares Gehäuse. Ist noch ein bisschen windig. Der Wind war heute Nacht mal weg. Aber er ist heute früh wiedergekommen. Wenn man der Wettervorhersage Glauben schenken darf, wird es
Im Laufe des Vormittags aber besser. Aber wann kann man schon mal der Wettervorhersage trauen? Für Strahlungsmessungen könnte der Schnee nicht besser glänzen. Bob Stone ist zuversichtlich, dass er mit seinem mobilen Schneelabor gute Ergebnisse einfahren wird. Er macht sich auf den Weg, um genau unter der Flugroute der Polar 5 zu messen. Das Flugzeug kommt wie geplant. In mehreren Runden wird es New Orleans überfliegen und dabei ähnliche Daten erfassen wie die Messgeräte am Boden und auf halber Höhe. Mit unterschiedlichen Methoden wollen die Forscher genau zum selben Zeitpunkt den Himmel vermessen. Davon erhoffen sie sich wertvolle Erkenntnisse über die Wirkung kleinster Teilchen in der Atmosphäre. Der Pilot kündigt noch einen Tiefflug an. Jürgen Gräser muss Miss Piggy herunterholen, damit es nicht zu eng wird im Luftraum über Spitzbergen. Nach einer halben Stunde sind die Daten im Kasten. Die Polar 5 dreht ab und begibt sich auf den Rückweg ins 3000 Kilometer südlich gelegene Bremerhaven. Bob Stone kehrt von seinem Einsatz mit dem Schlittenlabor zurück. Unglücklich. Mit seinem Vorhaben, auf das er wochenlang hingearbeitet hat, ist er soeben gescheitert. Wir sind nur ein klein wenig vom Weg abgekommen. Und etwa 50 Meter später ist die Maschine plötzlich im Schnee versunken. Das ganze System ist ausgefallen. Ein unsichtbarer Gletscherfluss ist dem gestandenen Polarforscher zum Verhängnis geworden. Es gibt viele Fallstricke. Ob nun ein Gerät ausfällt, schlechtes Wetter herrscht oder solche Dinge. Es ist manchmal nicht vorherzusehen. Uns fehlt vielleicht die Erfahrung mit dem Motorschlitten hier auf dem Schnee im Frühjahr, wo die Flüsse genau entlang führen unter dem Eis. Ich muss auch zugeben, es ist auch immer die Angst, die ich habe, wenn ich irgendein Projekt mache, irgendeine Kleinigkeit übersehen zu haben. Und er hat einfach nur eine Kleinigkeit übersehen, die aber praktisch einem wirklich so zum Verhängnis wird, dass eigentlich unter Umständen ein ganzes Projekt dran scheitern kann. Trotz eines Rückschlags ist das große Projekt keinesfalls gescheitert. Im Gegenteil. Den Wissenschaftlern ist immer klarer geworden, dass sie nur über Fachgrenzen und Nationalitäten hinweg mit ihren Forschungen weiterkommen. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit mit unseren deutschen Freunden. Gut. Mit den Daten geht es jetzt an die Auswertung. Zurück nach Potsdam, Seattle, St. Petersburg. Vielleicht werden die Forscher keine Sensationen aus der Arktis mitbringen.